Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel oder Anspielen. Und zwar geht es um das Spiel Lego Insel 2. Ich mache jetzt einen Oldtimer-Teil raus, also dass ich alte Spiele einfach mal anspiele, die ich früher gespielt habe. Und wie gesagt, es geht um die Lego Insel 2. Der Steinbrecher gehört zurück oder kommt halt zurück, kehrt zurück. Und ich kenne gar nicht die erste, ob es überhaupt eins gibt. Auf jeden Fall würde ich einfach sagen, steigen wir immer in das Spiel ein und gucken wir uns einfach mal an, was es hier so alles Schönes gibt, ne? Ja, es hängt etwas, merke ich gerade. Und da gibt es einen wunderschönen Ladebildschirm. Der kommt gleich. Und der hört einfach nicht auf. Also der kommt durchgehend. Jetzt endlich geht's, okay. Und neues Spiel. Dieser Ladebildschirm, den meine ich. Der ist, wie soll ich sagen, ziemlich nervig. Er geht ewig, trotz mit einem neuen Computer. Okay, früher habe ich noch gedacht, ja, okay, es liegt am Computer. Weil das Spiel habe ich 2001 bekommen, da ist auch frisch rausgekommen. Und ja, es ist scheiße, weil es dauert einfach ewig, bis das Ding lädt. An sich das Spiel ganz cool, es gibt verschiedene Missionen. Die erste Mission ist, glaube ich, dass man Pizza verteilen muss. Und dann gibt es einen Steinbrecher, dieser böse, böse Mann, der im Gefängnis ist bei denen auf der Insel. Und die versuchen einfach diesen, also der soll eigentlich im Gefängnis bleiben, aber ich als Spieler muss ihm eine Pizza geben, die so scharf ist, dass er Feuer speien kann und dadurch die Gitter zum Schmelzen bringen und dann ausbrechen kann. Und es ist ziemlich dumm eigentlich, aber egal. Auf jeden Fall ist es die erste Mission, ich soll Pizza verteilen und genau das werde ich jetzt machen. Ich mache hier keine Folge draus. Ich spiele es einfach nur rein, so ein Let's-Anzock würde ich mal sagen. Let's-Old-Zock, weiß ich nicht. Jetzt lass mal den mal reden. Ich brech zusammen und geh kaputt. Das ist ja Pepper, der Futterschlepper. Hör mal, ich hab gute Nachrichten und richtig gute Nachrichten. Welche willst du zuerst hören? Bin ganz Ohr. Die netten Bürger der Lego-Insel stiften dir ein neues Heim. Ja, jeder Bürger gibt dir einen nagelneuen Lego-Stein. Aber vorher musst du den lieben Leutchen der Lego-Insel diese prima Pizzas von Papa bringen. Na denn, alles Gute. Wow, ich meine, danke, Sir. Bin schon unterwegs. Okay, und wie läuft man hier? Hallo, okay, mit der Maus kann ich mich bewegen, das ist schon mal sehr gut. Laufen, hallo, oh Gott, mit Vorwärtstasten, ne, das geht nicht. Erstmal umsteuern hier. Optionen, Steuerung, Tasten. Wo ist es da? Oh, erstmal hier schön auf W stellen, WASD. Oh, viel, viel besser. Okay. Ja, zurück, fortsetzen, ja. Aha, perfekt. Okay, so können wir Pizza schmeißen auf Leertaste. Wo hüpft man? Kann man also nicht hüpfen. Warum ist eigentlich die Sicht so komisch? Erstmal also hier noch schnell die Sicht umstellen. Ja, hoppla. Hä? Sichtweite maximal. Hä? Okay, ein bisschen verkehrt rum, würde ich mal sagen. Ich kann auch die Auflösung nicht höher als 1024x768 setzen. Sonst wird es irgendwie verpixelt. Weil ich habe ja ein Bildschirm mit 1920x1080. Und das packt einfach das Spiel nicht von damals. Ist halt etwas älter. Damals gab es die Bildschirme nicht mit den Pixeln. Ich kann hier schön... Ach, wie habe ich das gerade gemacht? Steuerung, glaube ich. Kann ich schön hier ein Skateboard auspacken und mit dem Skateboard hier rumcruisen. Und hier oben gibt es irgendwas. Weiß nicht mehr ganz genau, was... Ah, genau. Eine Raketenstation auf einer Insel. Hier gibt's einfach alles. Raketen... Wie spricht man den Typ an? Ja, ich würde dich gerne ansprechen. Nein, den Leertaste war es nicht. Nochmal. Nee. Das auch nicht, Enter nicht, A nicht, Q nicht, ja, das ist wieder eine Taste, scheiße, E nicht, R nicht, ja, super, Shift nicht, Steuerung nicht, Tab nicht, Alt Grafik nicht, ach, so kann man Hüte wechseln auf Enter, ach, ist das witzig, hat er eine hässliche Frisur. Ja, wo ging das jetzt? Hallo? Ich würde ihn gerne ansprechen. Optionen, einfach mal nachgucken. So, Steuerung, Tasten. Wir wollen nämlich verarschen. Funktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aber nicht was ist. Also auf jeden Fall Y, X, C, Komma, Leertaste. Probieren wir mal aus. X, nein. Y, nein. T, nein. Und mich verarschen. Jetzt krieg ich erstmal einen da. Nein, ich will dich schon ansprechen. Ja, da, volles Gesicht. Warum geht das jetzt denn? Oh, meine Güte.
Ja, das ist Enter. Nochmal Shift. Hi Bob, oh. Pizza für dich. Okay. Pepper, cool. Pizza, doppelt cool. Alle Systeme auf Start. Hier sind ein paar Steine für dich. Das Fundament deines Hauses ist von fundamentaler Wichtigkeit. Der Witz. Fundamentale Wichtigkeit. Okay, das war's schon. Da ist schön fleißig eine Pizza. Einfach schön Pizza rumschmeißen. Jetzt, wo springt man hier? Ich würde es gerne umsetzen hier. Was ist denn das? Das setzt man jetzt um auf Leertaste. Geht nicht. Ich wollte mich verarschen. Geht das ernsthaft nicht? Warum kann ich es nicht umsetzen? Hallo? Ne, ich will nicht ab. Hallo. Ne, ich will auch nicht nach rechts. Ach, leck mich. Mach einfach wieder auf Leertaste. Steuerung, genau. So, und zurück und weiter. Oh. Habe ich es einfach noch eine Pizza geschmissen? Die Autos, die verfallen hier so komisch. Ist auch ganz witzig. Also, man kann nicht umgefahren werden. Ach, du willst hier auch eine Pizza, oder? Hey, Stefan! Oh, na? Wieder nicht. Was gibt's Neues in deinem Leben? Nicht so laut. Ich habe gestern Abend mitbekommen, dass Peter irgendeinen Streich mit mir vorhat und seither verstecke ich mich vor ihm. Oh, du bist ein ganz cooler. Der Pushbote hat sicherlich Hunger, so wie der sich schleppt da und abmüht. Oh, und jetzt einfach schön wieder hincruisen. Das hat es gebracht, genau einen Meter zu fahren und dafür 2 Minuten zu warten. Bis er von seinem Skateboard untersteuert. Guten Tag, Herr Post. Immer noch beim Sortieren? Ist mein Paket schon da? Ich erwarte ein paar ganz besondere Steine. Ja, Pepper, dein Paket ist hier. Und ich könnte die Post sehr viel schneller sortieren, wenn man mich nicht unterbrechen würde. Wenn man mich nicht unterbrechen würde, okay, dann tun wir das mal lieber nicht. Und du willst die Pizza. Komm, krieg erstmal eine. Hopp, bleib stehen. Hallo, Peter, deine Pizza ist da. Pepper, deine Chili-Überraschung habe ich immer noch nicht ganz verdaut. Hoffentlich ist's diesmal die Pizza, die ich bestellt hatte. Witzig. Ach, ich habe ein paar Steine für dich, Pepper. Keine Angst, die werden schon nicht explodieren oder so. Ehrlich. Ich will es auch können. Fein, Stein auf Stein. So, Häuser bauen, da wäre ich Milliardär. Oder irgendwas anderes. Und einfach so die Steine runterfliegen, sitzen und dann passen. Jetzt cruisen wir hier erstmal schön mit dem Skateboard entlang. Jo, wir sind da genau 1 Millimeter schneller wie sonst. Kann man auch irgendwie mit der Bahn fahren, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Wir gehen mal zu dem Typ hier. Hey, hallo. DJ, hier kommt Pepper, der Futterschlepper. Heute haben wir Pepper bei uns im Studio. Yo, Pepper im Studio. Das Pepper, leg mal auf. Warm, die Pizza ist heiß und Pepper ist so heiß, dass es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Und diese Steine sind für dich. Bauen wir für Pepper noch etwas häuslichen Komfort mit hinein. Soll ja ein richtiges Heim werden. Nicht bloß ein Haus. Ja, weil so Lego-Steine, die tun ein bisschen weh im Arsch. Hier wird doch auch jemand Pizza, oder? Du? Paco, was machst du denn da? Was war das gerade? Gar nicht so einfach, fürchte ich. Erstmal überspringen. Hier, upsa. Hallöchen, Schnauze. Ich will zum nächsten. Hier, hallo. Eismann. Hallo, Gretchen. Hier kommt Pepper auf der Innenkurve. Na, wie ist dein letztes Rennen gelaufen? Ja, ist mir egal, hopp, überspringen. Das nächste Mal sollte ich besser. Das nächste Mal sollte ich vielleicht besser. Hey Rod, alter Tanzbär. Ich bin's, Pepper, der mit der Pizza tanzt. Hi, Pepper. Hab neue Tanzschritte einstudiert. Gut, was? Wow, Pizza. Mann, hab ich Hunger. Beim Tanzen vergesse ich immer die Zeit. Da, bitte schön, ein Guter. Vielen Dank, Pepper. Hier hast du ein paar feine Steine für dein Haus. Steine. Braves Steinchen, geh schön auf dein Plätzchen. Braves Steinchen, geh schön auf dein Plätzchen. Und hier erstmal schön weiterlaufen. Skateboard pang. So, ich will jetzt. Hier kann man doch irgendwie Bahn fahren. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Irgendwie mache ich es, mache ich nicht. Nee, ich zeig's euch nicht, oder? Doch, ich zeig's jetzt. Auf Weg geht's einfach hoch. So, hier ist nämlich ein Bahnhof. Ich wollte gerade Bahnsteig sagen. Stimmt eigentlich auch. Hallöchen, super. Hi, Pepper. Klar fährt der Zug pünktlich. Oh, diese Stimme. Oh, ich muss los. Ich habe ein paar Durchsagen zu machen. Oh, Gott im Himmel. Ich hasse so quietsche Stimmen. Und dann holt er mich irgendwie ab. Ja, genau. Also das heißt, ich kann nicht vom Zug überrollt werden. Ich hab's schon mal probiert extra, wenn der Zug gekommen ist, direkt vorne dran zu springen, aber es ging nie. Nee, von dir will ich jetzt nichts. So, wohin gehen wir jetzt? Und ihr seht ja hier diese Full-HD-Auflösung und diese wunderschönen Bäume. Wie kann ich jetzt springen? Keine Ahnung.
Okay. Du hast ehrlich Hunger, oder? Du willst gar nichts. Hallo? Viel los heute, Pepper? Oh, du willst nichts. Gut, nächster. Willst du was? Ich glaube, ich kann nicht hoch. Oh Gott, der Himmel ist blöd jetzt. Hier kommt Pepper, der schnellste Pizzaschlepper des Westens. Du bist der schnellste Pizzaschlepper überhaupt, Pepper. Ich habe doch eben erst den Hörer aufgelegt. Schleim nicht so. Ach, übrigens, ich habe jede Menge Steine für dein neues Haus, Pepper. Hoffentlich gefallen sie dir. Wenn sie nicht pink sind, ist alles okay. Pepper, bald hast du das wieder ein alle Zuhause. Weiß. Das Erdgeschoss ist fast fertig. Da gibt's den zweiten Stock. Okay. Wenn du willst auch Pizza. Nee. Und du willst Pizza. Nee. Und nee, dich spreche lieber nicht an. Du hast gerade eben schon böse gemotzt. So, erstmal schön hier entlang cruisen. Oh, ach Gott, die fallen so komisch auseinander, stimmt. Also, wie ihr seht, seht ihr jeden Pixel. Das ist wunderschön. Da sieht man, was sich in 13 Jahren verändern hat. Von dem zu heute, also von der Qualität her. Da wird mein Haus gebaut, mein wunderschönes Haus. Ja, auf jeden Fall sieht man da, wie eigentlich sich die Qualität verändert hat. Da sieht man auch die Bilder, wie sie wirklich übereinander liegen oder wie schlecht sie verarbeitet wurden. Heute sieht man dann kaum noch was. Lieferung für Dr. Clickett. Schaust gut aus, Peppa, aber die Pizza schaut noch besser aus als du. Oh, der war böse. Nimm diese Steine und ruf mich morgen früh an. Nein. Ich liebe meinen Job. Es macht Spaß, etwas für die Leute der Lego-Insel. Ja, wenn man so bauen kann, dann würde es, glaube ich, jedem Spaß machen. Also ein Krankenhaus, okay. Also hier gibt es irgendwie alles auf der Insel. Krankenhaus, Space Shuttle, Hallöchen, wie geht's meinem Lieblingslieferanten? Nee, da ruhig. Alles möglich. Och nee, nein, der Ladebildschirm. Also jetzt seht ihr mal, ich cut's einfach mal nicht raus. Seht ihr, wie lang dieses blöde Teil lädt? Wie verdammt lang es lädt. Für das, dass ich einen neuen PC habe und gescheites DVD-Laufwerk und alles, was es damals gar nicht gab. Okay, es ging eigentlich von der Ladezeit her jetzt. Ich will wieder raus, ja. Und wieder Ladebildschirm. Bin ich froh, dass es heute nicht mehr solche Ladebildschirme gibt. Außer bei Battlefield 3, wenn man da irgendwie online gehen will. Im Multiplayer dazu mir auch immer ewig, obwohl ich bessere Leitungen von uns allen habe. Bei den anderen kann ich immer gut spielen, aber die können, naja, ist irgendwie blöd. Oder ich beim Kumpel bin, hat auch eine 6000er Leitung und da geht's einfach viel schneller wie bei mir. Und ich habe eine 16000er Leitung und ich verstehe da den Sinn nicht dabei. Auf, mach hin. Dann zeige ich euch jetzt, nee, doch, ich gehe noch zu einem Typi hin, gebe ihm noch eine Pizza und dann war's das, glaube ich, auch schon, weil ich glaube, wir sind schon bei 14, 15 Minuten rum und ich will es ja nicht so lange halten. Ich will immer so 15 Minuten Parts haben, nicht, dass es für alle zu langweilig wird und sich niemand mehr die Sachen anguckt. Ich will gar nicht mitgehen, denn. Oh, es ist erst 7:30 und ich bin so am Arsch, ich weiß nicht warum. Obwohl wir heute halt, wir haben so einen Jugendraum bei der Pfarrgemeinde und da kann man einfach, wir chillen da halt einfach immer oder halt oft. Ich laufe jetzt mal währenddessen weiter und auf jeden Fall haben wir da angefangen zu renovieren mit neu streichen und neu einrichten und so. Und es war ein bisschen anstrengend, obwohl es eigentlich gar nicht so viel Arbeit war. Egal, wir gehen jetzt mal zu dem Typ hier. Morgen Jack, hast du heute schon neue Angebote reinbekommen? Hi Pepper, leider warte ich noch auf eine Lieferung. Ja, ist mir egal. Wir fahren jetzt Auto. Wie fährt man Auto? Auto fährt man mit, wie mit dem Skateboard. Okay, und wie gibt man Gas? Hallo? Lenkung geht. Ja, Lenkung kontrolliert. Ah, mit Leertaste. Oh Gott, das ist blöd. Muss ich ganz auf der Leertaste bleiben? Ist ja bescheuert. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es früher so war. Und voll die Polizei zusammenbrennt. Ja, und auf jeden Fall, ja, ist gut. Der kann sogar hupen. Gut, ist blöd. Hier gibt's auch jemanden. Hallöchen, Nick. Ich meine natürlich ja. Officer Nick Brick. Ein Ehrengruß an dich, Pepper, und ein doppelter Ehrengruß an deine Pizza. Auf die Ehre, das Pflichtgefühl und eine gute Soße. Hier, da hast du meine Steine. Prima. Jetzt brauchen wir noch ein Dach, damit es nicht hineinregnet. Und natürlich ein Schlafzimmer. Und damit würde ich mich verabschieden.
Ich guck mal, wie ich das Format nenne, mit, keine Ahnung, Oldtimer. Irgendwie, weil ich mir was einfallen lasse, ich schmeiße immer noch schön fröhlich Pizzas rum. Hier schön die Kamera ausnutzen. Und was ist denn das? Ach, ich glaube, das ist da mein Vater. Kann ich auf den schießen? Nee, schade. Ein bisschen daneben, so, und jetzt nochmal ins Gesicht. Nee. Okay. Du bist blöd, warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich nicht? Jetzt hat er sich geduckt, okay. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wieder gegen Speedcore kommen.